Ja, erstmal hallo beim AWG-Stand. Wir haben heute mitgebracht für die Interschutz unsere neue Spritze, die Evo. Evo steht dabei für neue Evolutionen. Wir haben die Turbospritze vor 22 Jahren erfunden im Endeffekt und haben sie jetzt nach 22 Jahren revolutioniert. Und die Idee dahinter war, verbessere was, was eigentlich schon sehr gut ist. Wir haben die Griffigkeit des Handgriffs verbessert, wir haben den Schalthebel ergonomisch überarbeitet und auch das Handling hier vorne, wenn man also am Pumper hinlangt und auch die Strahlformhülsen, die Einstellvolumenmengen einstellt, ist das Handling viel besser gegeben und es klebt wirklich in deiner Hand. Das ist so eine kleine Besonderheit beim AWG. Ja, es ist ein Hohlstrahlrohr, wobei aber aufgrund des Kopfes durch dieses Rotieren und Feststehen der Strahl im 45-Grad-Winkel gefüllt ist. Also es ist zwar ein Hohlstrahlrohr, aber wir haben hier einen gefüllten Strahl. Hier nochmal das Rad und den feststehenden Ring. AWG hat auch für die Waldbrandbekämpfung was mitgebracht. Selbstverständlich ist ja ein sehr großes Thema, auch mittlerweile hier in Europa, auch natürlich in Österreich. Wir haben hier eine Turbospritze 2090 extra für die Waldbrände gemacht, wo auch die stufenlose Verstellung der Literleistung gewährleistet ist. Auch ein großer Spülmodus dabei ist, was wichtig ist für Fremdteile zur Entsorgung, wenn halt die Wasserentnahme auf offenem Gewässer funktioniert. Eine Fire-Ex-Kartusche 3000, das heißt, wir haben hier Netzmittel von 3000 Litern und wenn es ein bisschen weniger sein darf, dann hier mit 1000 Litern. Dasselbe nochmal auf einen speziellen Wandbrandverteiler auf C, D, D, D. Somit ist natürlich eine perfekte Wasserabgabe auch beim kleinsten Waldbrand möglich.